Now to find a little more, please. I want to see your piece. Yes. Cool. Wenn mich Leute fragen, woher ich komme, ich sage, ich komme aus Berlin. Wenn ich mehr Zeit habe, dann sage ich aus Berlin, komme Deutschland, komme in Russland geboren. Und wenn ich noch mehr Zeit habe, dann erzähle ich mein ganzes Leben. Das ganze Jahr 1981 hindurch liefen endlose Verhandlungen über die Begrenzung der strategischen Rüstung. Ronald Reagan wurde Präsident der Vereinigten Staaten. Die Kommunistische Partei Chinas verurteilte die Ehefrau Mao Zedongs zum Tode. Die Amerikaner warfen der UdSSR Unterstützung des internationalen Terrorismus vor. In Chile kam Pinochet an die Macht. Ein mongolischer Kosmonaut flog in den Weltraum. Die UdSSR erklärte die polnische Solidarność für illegal. In Libyen herrschte Bürgerkrieg. Die Kommunistische Partei Bulgariens wählte Todor Schiwkow zum Vorsitzenden. Die UdSSR gewann die Eishockey-Weltmeisterschaft. Prinz Charles und Prinzessin Diana feierten Hochzeit. Es gab eine totale Sonnenfinsternis. Die USA starteten das Weltraumprogramm Space Shuttle. Die ersten Fälle von AIDS wurden registriert. IBM brachte den ersten PC auf den Markt. Islamisten ermordeten den ägyptischen Präsidenten Sadat, Mauretanien verbot die Sklaverei. Elias Canetti erhielt den Nobelpreis für sein schriftstellerisches Werk, geprägt von Weitblick, Ideenreichtum und künstlerischer Kraft. Zur selben Zeit diagnostizierte man bei mir Verdacht auf Poesie. In den 80er Jahren in Moskau war sehr interessant. Das war so ähnlich wie wahrscheinlich in Berlin nach dem Mauerfall. Die Sache, dass die 60er und 70er nach Moskau viel zu spät gekommen sind. Und das konnte ich noch erleben. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und wir waren da eingesperrt wie diese Affen hier im Käfig und die sind wahrscheinlich auch sehr neugierig, die wollen auch raus. Ich wollte nach Deutschland, wie alle Affen wollen nach Deutschland. Und damals, Berlin war toll, Berlin war ganz toll, überall hat nach Kohle gerochen. Es waren überall Kohlenofen und das war toll, alles war schwarz. So heruntergekommen, romantisch, billig. Alle Menschen waren jung und schön. Nicht so wie jetzt, alt und hässlich und müde. Alle waren voll mit Energie. Aber ich will nicht zurück. Ja, in Berlin bin ich zu Hause. Das ist sehr international jetzt und das ist so ein Äquivalent zu New York in Europa und spannend. Man kann alles machen und ich finde, jedes mehr international wird, desto reicher diese Kultur wird. Ich habe in München in der Kunstakademie studiert und dann, ich habe eigentlich mit der Malerei angefangen, dann war mir sehr langweilig, es war die Zeit, wenn die Malerei ganz verachtet war auch und hat mich wirklich ehrlich zu sagen damals das nicht interessiert, weil das viel zu traditionell für Russland war, auch für die DDR. Irgendwann war ich hier in Berlin eine Lesung, ich denke das war in der Schaubühne und dann bin ich einfach nicht mehr zurückgegangen. Das war's. Ich war eh mit Konzeptkunst beschäftigt und dann habe ich angefangen, Kunstaktionen zu machen. Irgendwann, zum Beispiel eine meiner Aktionen war verbunden mit dieser Idee Kunst und Verbrechen, mit dem Vergleich ein Künstler zu einem Verbrechen, weil Künstler ist genauso asozial, auf jeden Fall traditionell so war, wie ein Verbrechen und hat so ein gespaltenes Verhältnis zu der Gesellschaft und reagiert auch genauso empfindlich auf die Veränderungen in der Gesellschaft wie ein Verbrecher. Ich habe nie aufgehört zu schreiben. Ich habe immer geschrieben und jetzt habe ich einfach weniger Zeit für die Kunst. Und das ist auch okay so. Weil ich fahre durch die Welt zu diesen Welten, wo die Affen herkommen oder wo die Tiere herkommen.
Und da nehme ich mein iPad mit und ich kann sehr gut arbeiten. Ich kann sehr gut lesen, ich kann gut schreiben und dann kann ich mich wirklich von dieser Realität ein bisschen distanzieren, weil für das Schreiben man braucht eine sehr große Konzentration. Und ja, ich verkrieche mich immer alleine irgendwohin in eine Waldhütte. Jetzt war ich in Mexiko bei den Indianerstämmen und ich war da in den Bergen, war schön. Dann habe ich mit Tieren gesprochen. Ich verstehe sehr gut den Franziskus, der zu Tieren gesprochen hat, weil es gibt nicht so viele, leider, es gibt nicht so viele Menschen, die hören können. Ja, und bei den Tieren hat man eine Illusion, man werde gehört. Er hat Brezhnevs und Honeckers Kuss auf der Berliner Mauer gezeichnet. Und dann, das ist wirklich so ein Zeichen der Epoche geworden, dieses Bild. Und der Künstler ist da. Der existiert, wirklich. Er ist jetzt hier in Berlin. Die Russen sind in Berlin. Und ja, wir sind die Nachbarn. Die nächste Nachbarn. Die russische Community, ich denke, das ist wirklich so eine alte Community, alte Berliner Community. Und das ist nicht so exotisch, oder? Nicht so besonders. Ja. Es gibt schon eine lange Tradition. Die Deutschen waren in Russland immer wieder. Und das ist, ja, ich denke, das ist gar nicht so exotisch. Ein Deutscher in Russland zu sein oder ein Russe in Deutschland zu sein. Ja, und die Szene ist auch schon alt. Die war vor dem Krieg. Sehr viele Klassiker waren hier. Hier war Charlottenburg, Charlottengrad, haben die das genannt damals. Ich denke, es ist schon die Zeit gekommen, wenn wir uns alle Europäer als eine wahrnehmen müssen. Das sage ich, weil ich spüre das sehr, sehr stark, weil ich viel reise. Und unsere Kultur ist irgendwas sehr, sehr Besonderes und ich muss auch sagen, sehr Fragiles. Und das müssen wir mit großer Achtung uns dazu stellen und das pflegen. Ja. Und ich spreche jetzt für die ganze europäische Kultur, ja, was die Tradition ausmacht, diese abendländische Tradition. Und die ist genauso in Russland wichtig wie hier oder wie in Frankreich. Ja. Und Berlin ist eine Zitadelle, wo das blüht und ich könnte nicht ohne Berlin leben.